Lalalala. Guten Tag, guten Tag, guten Tag, meine lieben Starkräfte-Freunde. Wir sind hier bei FIFA und beziehungsweise Let's Play-Freunde natürlich. Medal of Honor spiele ich gerade, Borderlands spiele ich gerade, FIFA spiele ich gerade. Halt die Fresse. Wie es nun mal so immer ist, am Wochenende die Frau schon unter der Dusche. Ich kann nochmal schnell ein Spielchen machen und deswegen geht's jetzt hier los. Schon wieder eine Woche nicht gespielt. Oh, keine Zeit. Schauen wir mal, wo wir jetzt überhaupt sind. Saisonanfang irgendwie, glaube ich. Zweite Saison, erstklassig mit Braunschweig. So, ach ja, hier, Vertrags. Du, Vertrag, hier fällt der Fehler gerade noch nicht. Nein, die haben auch gerade nicht. Ja, die haben ja noch ein bisschen. Die haben ja alle noch ein bisschen. Unglücklich mit Gehalt, Kongolo. Ja, bla bla. Ah ja, damit seit 32.000 das. Alter Schwein. So, Cheng Dong ist mit Gehalt unglücklich. Europameister wird schon. Gegen wen denn? Gegen Rumänien. Ah, komm. Genial, der polnische Superstar. Alle fit? Ah, nicht ganz. Hier Blaschikowski, Lewandowski. Ah, ein bisschen besser Mittelfeldler. Nee, du kannst aber schon mal rausverteidigen. Ach, passt schon hier. Die Polen, die fegen die weg, die Rumänen. Gar kein Problem. Mach an, ja, hier, komm, bom, 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 bom. Frank, was glaubst du, was wird heute passieren hier? Paul wird gewinnen, also, Junge. Für mich ist das völlig offen. Ich kann definitiv keinen Favoriten hier erkennen. Jetzt schnell spielen, jetzt steil spielen. Jetzt. Und damit jetzt ist der Konter erstmal gestoppt. Konter nach Abstoß. Ja, wer kennt ihn nicht? Anstoß. Zweikampf auf die alte Art, die Grätsche. Bayern ist übrigens gerade verliert, liegt 1-0 hinten gegen Stuggi. Und das macht er richtig gut. Verlieren wir mal, damit sie mal einen Dämpfer kriegen. Und die Abwehr aufmerksam. Und Magath weg in Wolfsburg und schwupp mit Köstner erstes Spiel gewonnen. Sicher in der Ballbehandlung. Schade. Nein, das kann er viel besser. Viel besser als in dieser Situation. Wir haben den Ball. Ein Freistoß, gepfiffen durch den Schiedsrichter. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ja. Die Rumänen, die hatten doch auch mal so einen, diesen. Der war mal bei Chelsea, der war eigentlich gar nicht schlecht. Das war so ein offensiver Spieler. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Der hat aber richtig die Sau rausgelassen. Haben sie dann irgendwie gesperrt wegen Kokain und so. Wie hieß denn der Vogel? Ein sehr schöner Pass. Sauber geklärt. Salomon! Das ist die Möglichkeit für einen Konter. Peschko. Ja, da kommt was auf uns zu. Und klasse, wie der Abwehrspieler da mitgespielt hat. Den war richtig gut. Der war auch mal hier, wie gesagt, Chelsea war er mal und dann war er noch bei anderen großen Vereinen im Gespräch und so. Genauso wie ich jetzt auf der Bildseite gelesen habe, hier Real will Wiese haben. Er will ihn haben, den Ball. Schießbude der Liga mit, weiß ich nicht, 25 Gegentoren. Ja, das hat er kommen sehen, als hätte er es geahnt. Mist. Wie ist denn der Typ? Und schon wieder eine Grätsche. Wie hieß er denn? Wie, jetzt kriegen die Vorteil? Ach, er ist in Straucheln gekommen, aber er bleibt auf den Ball. Und der kommt genau an. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Genau. Der hat nicht lange gedauert, der Angriff. Der Gegner ist schon wieder im Besitz der Kugel. Salomon, Junge. Das sieht gut aus. Kaminski. Goldrichtig. Blaschikowski bewegt den Ball. Das ist die Möglichkeit. Jetzt ein Konter. Da freut sich der Trainer.
Nicht dahin, Mann, du Affe. Ganz sicher hat er das gemacht. Aggressives Tackling. Yeah. Und Braunschweig immer noch ungeschlagen. Gestern gegen Hertha BSC 1-1. Also jetzt 10 Spiele, 7 Siege und 3 Unentschieden. 10 Spiele ungeschlagen. Geil, or what? Weiß nicht, das erhoffte Topspiel. Platz 1 gegen Platz 2, Hertha gegen die Löwen, aber die lieber Erster sind. Direkt aufstehen. Stark gemacht. Super Pass, genau auf den Punkt, das bringt Gefahr. Das ist es. Schöne Chance. Super knapp daneben. Da hat nicht viel gefehlt. Ja. Ich wollte gerade immer auf diese Folie von Lojikowski bewegt den Ball. An. Und der Unparteiische lässt das Spiel weiterlaufen. Ja, nochmal Vorteile, immer Vorteile. Was für ein Auge. Jetzt schießt er. Und nein! Pesko, Junge, jetzt lauf doch mal. Jetzt lauf, Junge. Ja, lauf schnell vorbei. Zweikampf um den Ball. Er gibt ja, den Freistoß. Brutal und rot. Bitte. So sieht ein Pass aus. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Ein wunderschönes Zuspiel. Er hat den Ball sofort verpasst. Gerade noch rechtzeitig geklärt. Schöne Annahme, gut behauptet. Offensivdruck erhöhen, das scheint nun die Devise der Heimmannschaft zu sein. Was Manni natürlich auch jede Menge Risiken birgt. Der Gegner hat viel Platz. Wie gesagt, vollkommen. Ich könnte jetzt mal raustappen und googeln, wie dieser Vogel hieß, aber ihr könnt es ja auch einfach mal in die Comments schreiben. Ich muss gerade eben Fernsehen gleich mal einschalten. Ich habe gerade die Stereoanlage ausgemacht. Gleich muss ich aber einen Fernseher anmachen, denn es kommt Schwiegertochter. Der Knaller wird. Fremdschämen TV, da kann man gar nicht hingucken. Können Sie jetzt einen Konter draus machen? Das ist ein Messer, was Sie da veranstalten. Klasse geklärt vom Abwehrspieler. Hervorragend. Da freut sich natürlich auch der Torwart. Einwurfmöglichkeit, nicht so weit weg vom gegnerischen Tor. Guck mal hin! Der Schiedsrichter hat abgepfiffen, es steht 0-0 zur Pause. Und jetzt hoffen wir auf die Offensivspieler beider Mannschaften. Also, die nehmen sich heute nicht viel, Buschi. Nee, das ist, wie man so schön sagt, auf Augenhöhe. Ich tippe auf Unentschieden. Das sieht gut aus. Matuschik! Er steht viel zu weit weg vom Gegner. Schön, so kann man sich befreien. Schön vom Abschluss, vom Abschlusshälfte, schön, zwei, drei Pässe, zack, Gefahr. Spielt sich herrlich frei. Schuss und... Nein, der Goalkeeper tötet doch. Was ist hier richtig? Toll reagiert. Und wieder hält er mit dieser Aktion das Unentschieden in den Händen. So, jetzt kommen wir mal über die linke und Seite. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Jetzt sieht er ab. Völlig keine Balance da. Wie der Abwehrspieler den Schuss abblockt. Das ist eine gute Einwurfmöglichkeit. Laschkowski. Kaminski, komm, ich hab's eben schon gut geklärt. Ah! Jawohl, abgefangen. Chance zum Konter, was machen Sie drauf? Das lief ja ganz gut, aber jetzt ist die Kontermöglichkeit vorbei. Augustin! Und Achtung, genau hingeschaut. Achtung! Gutes Stellungsspiel, den Schuss abgeblockt. Ja, das könnte was werden. Oh,
Einschub. Oder muss noch mal ins Tor reinschießen. Das Bemühen, Mann, ist ja zu erkennen, aber die treffen einfach nicht. Gucken wir mal, ob die Einwechslung sich bezahlt macht. Nee, bis jetzt nicht. Achso, die weiß ich nicht. Lojikowski bewegt den Ball. Was ist das wieder für eine Annahme da, Kupić? Gut abgefangen hat er da den Ball. Er guckt sich um, ob jemand mitgeht. Den muss er jetzt rausholen. Schwer, schwer, super Parade vom Keeper. Pantilimon, das war eine Weltklasse. Und schon kriegt er den ein Ball. Ein gutes Stellungsspiel. Irgendwer hat mir mal gesagt, hier in den Comments, ich soll mal die Kommentarsprache auf Englisch stellen. Richtig gut. Gucken, wie das geht. Und jetzt startet der Kollege durch. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ach, lauf doch durch, da Matuschik, Mensch. Und der Steilpass, er kommt nicht an. Da wird der Trainer zufrieden sein nach dieser Abwehraktion. Kominski, Junge. Komm, bin ich schwach. Matuschik. In der Mitte, wo sich sonst alles knubbelt, da ist es jetzt frei. Da haben sie sich zu früh gefreut. Der Angriff ist schon wieder weg. Und der ist alleine durch. Oh, Kaminski ist aber auf dem Fersen. Sicher in der Ballbehandlung. Souverän geklärt. Tolle Chance jetzt. Ah, Arsch. Jetzt gibt es mehrere Optionen auf der linken Seite. Ein sehr schöner Pass. Gute Flankenmöglichkeit. Sehr gute Kombinationen. Jetzt fehlt nur noch die Edge. Toll, wie er das macht. Und ach, mein, der muss da langsam mal rein. Raus. Es gibt Abstoß. Also, Quizfrage: Wie hier ist der Rumäne, der da bei Chelsea war? Dieser Kokain-Heini da. Jetzt also die Auswechslung. Das, bei Real das gute Recht des Trainers, noch mal was Neues auszuprobieren. Vielleicht gibt es hier doch noch den entscheidenden Treffer. Auch unter Druck, absolut ballsicher. Ja, ich abspielen müssen. Er taumelt wie ein Boxer, aber er steht. Und jetzt die Chance zu einem wichtigen Konter. Jetzt haben sie viel Platz in der Mitte. Noch den Ball richtig mal an, Alter. Die waren 2-1 wäre es gewesen. Die beiden Teams haben sich nicht allzu viel geschenkt bislang. Und da dürften die letzten Minuten noch mal so richtig spannend werden. Und das sieht hier ganz einfach aus, wie er da am Verteidiger vorbeizieht. Gegen Rumänien. Und da bringt er den Fuß noch dazu. Vor einer Woche nicht mehr gespielt. Und der kommt genau an. Der Assistent zeigt an, abseits. Macht normale mit. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Die Anziehungskraft der Erde hat versagt. Er bleibt oben. Ab jetzt nach vorne. Ist klar, beide hätten lieber gewonnen. Sie müssen sich aber mit einem Punkt begnügen. Immer noch 4 Punkte Vorsprung. Zweiter Platz. Super. Kommt jetzt, oh, gegen Quali, gegen Spanien. Ich wollte mit Braunschweig wollte ich aber spielen. Jetzt muss ich jetzt 2 Spiele machen mit Polen. Das ist voll langweilig. Ich muss doch vorher mal sagen, jetzt sind die doch alle kaputt hier. Braniak muss ich mal von denen dran. Anybody wants to see positivity in the news. It's up to you, listen. We're taking the
schauen. Er ist auch ziemlich schnell. Ballkontrolle flanken. So, Gott, das Ganze mal so schlecht. Wir sind offensiver hier auf den Flügel. Ja, wie gesagt, hier Spanien, Alter. Casillas, da wird doch gerade sehen, der spielt ja bei Real. Das, das Mourinho angeblich an Wiese Interesse hatte. Das ist doch nur ein Witz. Wiese der ein. Manche meinen hier als Stylist für Ronaldo, der ihm die Haare macht. So, letztes Spiel 1-0 gegen Spanien. Jetzt hat der Schiedsrichter die Partie angepfiffen. Ist er noch? Vielleicht gesehen. Letzte Minute gegen Go hier kommt er. Espanja. Das sieht gut aus. Ja, da kommt was auf uns zu. Das sieht schon gar nicht so schlecht aus, was die Spanien machen. Reubusch, Junge! Klasse Vorlage! Boah! Alter! Der spanische Verteidiger springt vorbei. Oh, wer war es denn? Wer ist denn das? Ist die Kamera so verdreht hier? Na los, ach hier. Obraniak. Die andere Richtung, Alter. Schade. Ah, super geile Flanke. Muss er doch einmachen, geht aber ganz knapp daneben. Schade, das muss er sein. Ja, das muss er eigentlich sein. Da wird der Trainer zufrieden sein. Spanien muss alles spielen. Matuschik. Abdo, Spanier, du. Jetzt startet er durch. Matuschik, lauf, Junge. Zweikampf auf die alte Art. Die Grätsche. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Der Ball geht ins Tor aus und deswegen gibt es Abstoß vom Kasten. Lajikowski bewegt den Ball. Ja, das hat er kommen sehen, als hätte er es geahnt. Jetzt beeilt euch mal, da ist ein schöner Konter drin. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Und damit ist der Konter erstmal gestoppt. Komm, Junge, um Raniak. Ja! Oh. Fabregas. Cesc. Super Spieler. Pedro, super. Soldado, Juan Mata. Der hat sich da alles hart. Schon auf die Dribblings und auf die Übersteiger. Der Spanier, der was die für ein cooler Superspieler haben. In jedem Bereich. Müsste die Flanke kommen. Torwart, Abwehr, Mittelfeld, Defensive, Offensive, Stürmer. Ja, tolle Chance. Und der Ball trifft den Pfosten. Da freut sich der Trainer. Tüton, Alter, er ist einfach ein Tier. Habt ihr das gesehen? Ey. Der geht ins Aus, ins Tor. Alter, aus. Keine Gefahr, nur Abstoß. Wieder Glück für zwei Spieler, was wir schon wieder hatten. Weiter Rangelei um den Ball. So sieht ein Pass aus. Die Abwehr steht gut. Ja. Oh, ein hartes Zweikampfverhalten. Ich bin mal auf den Schiri gespannt. Klasse, wie der Abwehrspieler da mitgespielt hat. Den Ball noch abgefälscht.
hier könnte sich eine Chance entwickeln. Der könnte passen. Da gibt es noch Kuchen. Geil. Er grätscht hinein. Bei seinen Flanken ist Alarmstufe rot. Er attackiert ihn, er will den Ball. Schön, sofort abgetroffen. Und jetzt geht's hier los. 1:0. Keine 25. Mein Gott, gegen Spanien, da kann man schon mal ein Tor kriegen. Aber der Keeper, der tut doch, der hat gehalten. Das war halt, da kann man ihn kein Vorwurf machen. Matuschik. Wir sind ja trotzdem noch auf Kurs. Das ist die Nationalgeschichte Polen. Das ist die Möglichkeit für einen Konter. Der sah gar nicht schlecht aus im Ansatz, der Konter. Aber jetzt ist es vorbei. Matuschik. Wir haben noch mindestens eine Halbzeit. Das ist halt schon einer der Besten, Alter. Iniesta, Alter. Was die für Typen. Fabregas. Ein wunderschönes Zuspiel. Oh, was ist das? Navas, das Spiel. Das ist eigentlich so. Und er versucht mit dem Kopf. Und der Ball ist drin. Da schauen wir noch mal genau hin und schnalzen mit der Zunge. Super Kopfball. Wir sehen hier noch der Navas ist eigentlich ein rechter Flügelmann, aber der wird nur selten gebracht. Und hier sehen wir, da hat er schon mal ein bisschen Glück. Das hätte auch anders ausgehen können. Der Ball hätte auch zurück ins Feld springen können. Ja, so kann es weitergehen. Im Zweikampf den Ball geholt und nun Attacke. Pedro. 2-0 gegen Spanien. Fabregas. Da können Sie jetzt einen Konter draus machen. Kaminski, Junge, lass dich doch nicht so verladen von dem. Jetzt sieht er ab. Direkt vor dem Tor abgeblockt. Das ist 3-0 noch gekriegt. Matuschik. Jetzt hat er die erste Halbzeit abgepfiffen, der Schiedsrichter. Es steht 2-0. 2-0, Mann, für Spanien. Und die Abwehr, Buschi, die wirkt auf mich wie eine Herde Kühe, wenn die Klapperschlange kommt. Ja, unfassbar. Eine Herde Kühe, also, wenn die Klapperschlange kommt. Das war das wieder für ein Vergleich. Unglaublich, aber er passt 100%. Und das macht er richtig gut. Tja, da scheint keiner vorbeizukommen. Pedro. Ja, nicht Pedro, Menno. Mata. Jetzt kann die Flanke kommen. Jetzt müsste er über links gehen. Rechten Flügel komplett. Und über links. Pedro. Achtung! Jetzt. Das ist doch nicht wahr, Alter, aus der Entfernung. Muss man doch mal halten, ihr Tüter. Jetzt wirken sie ganz sicher. Jetzt wirken sie befreit. Und jetzt machen sie noch ein Tor gespart. Dem ist angelegt, den Tüter füllen, meine Lieben. Das war. Leg mal einen Amt nieder als Nationaltrainer von Polen. Das sage ich. Ganz klare Führung jetzt. Was für Kacken. Es wird wohl gewechselt bei der Heimmannschaft. Sie müssen nur die nächste Spielpause abwarten. Sicher in der Ballbehandlung. Ah, hier, Boden. Jetzt schießt er. Und noch ein weiterer Treffer. So langsam. Was wäre nur passiert, wenn ich das erste Ding am Anfang da reingehauen hätte? Was wäre da nur passiert? Was wäre da nur passiert? Muss es bei Ihnen aber Klick machen, dass das ein ganz gefährlicher Spieler ist. Der hat sich schon zweimal getroffen. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen. Wenigstens ein Ehrentor, komm, lass mich doch mal ans Tor ran, hier Spanien. Gefährliche Flanke. Wird angeschossen und der Ball trudelt ins Aus. Stürmer bereiten sich vor, die Abwehrspieler auch. Es gibt Eckball. Zeitgleich wollen die beiden Trainer noch mal neue Leute in die Partie bringen.
versucht's per Kopf. Und sie treffen gerade eingewechselt und bumm, macht dann ein Tor. Was ist das denn für ein? Der jetzt kaum noch Gegenwehr leistet. Und da macht er ein weiteres seiner Kopfballtore. Der ist aus dieser Mannschaft nicht mehr wegzudenken. Aber an dieser Stelle sei es erwähnt, Manni, natürlich wunderbar herausgespielt, die ganze Geschichte. Und wenn du... Achtung! Und da geht er vorbei. Aber der Pass war wunderbar. Der hat die Chance überhaupt erst möglich gemacht. Fabregas. Bei der nächsten Spielunterbrechung wird das Heimteam wechseln. Noch einen bringt, der gleich direkt nach der Einwechslung ein Kopfballtor macht. Oh, what? Und der kommt genau an. Es sei die Frage, kommt er das macht und... Oh, da wird er sich ärgern. Vorbei das Ding. Und das, nachdem er so freigespielt wird. Das taktische Konzept ist aufgegangen, aber ein frischer Mann kann niemals schaden. So, jetzt wird gleich gewechselt bei den Ausländern. In der Mitte steht wieder keiner, Alter. Die Fans, sie freuen sich über solche präzisen Abwehraktionen. Du steh doch auf, du Lewandowski, Alter. Jetzt liegt er sich da noch schlafen. Fabregas. Fans, sie erwarten einen Flankeball. Überraschende, schnelle Pässe, die müssen es sein. Dann tut sich auch die Lücke auf. Komm, jetzt hier, Blaschi, komm, lauf. Jetzt muss es aber abgehen. Oh, so läuft das doch nicht. So zerstört man das Angriffsspiel des Gegners. Matuschik. Und jetzt versuchen sie, sich freizulaufen. Die Spanier, die können aber auch alle. Sie sind schnell auf allen Positionen. Die sind überall offensiv stark. Überall defensiv stark. Top, Torwart, alles. Ball in Seiten aus, Einwurf. Frische Kräfte braucht das Spiel. Oh, es David wird ausgewechselt. David Silva. Pfeif ab jetzt. Stehen wir schon total tief in dem, die man alle so. Er steht viel zu weit weg vom Gegner. Hier geht gar nichts mehr. Das war eine einseitige Partie. Die ist jetzt natürlich entschieden. Zweikampf stark. Hier, die reißen ja also alles ab. Platz da. Dem Tor. Kopfball. Tor! Das hat man auch selten. Sie hören einfach nicht auf mit dem Torschuss. Ja, und das ist, das sehen wir hier nochmal ganz deutlich, eine Zweiklassengeschichte heute hier, dieses Fußballspiel. Das ist mal wieder ein Kopfball aus dem Lehrbuch. Timing stimmt. Wucht stimmt. Drin ist es. Naja, da sagt der Abwehrspieler vielen Dank bei einem solchen Flankenball. Pfeif bloß ab, du blöder Ficker von Schiedsrichter. 6-0 gegen Spanien, Alter. Schade los. Gibt's jetzt eine Krisensitzung. Das Endresultat 6-0. Ja. Und die Klatsche kriegt. Braunschweig ist super. Wo sind wir überhaupt? Ah, ein Spiel weniger, wir sind auf 7. Sieben Punkte, das wären wir dann wieder auf Platz 6 quasi. Obwohl, ja, es ist Platz 8. Bis 7. Aber das müssen wir dann beim nächsten Mal erst machen. Ich wollte eigentlich jetzt hier mit Braunschweig ein bisschen zocken, aber waren ja die erstmal die... die Dings, die Europa...
Meisterschaftsqualifikationsspiel. Für 6 Millionen von Inter gekommen. Ne? Großes Potenzial. Ja, das ist richtig gut. Nani, großartig. 9 Millionen. Potenzial etwas Besonderes zu werden. Ist er schon. 74 mit 17. Junge. Sansa auch schon mit 70, eine 17. Krass, wie? Was die für Antizipation haben, Alter. Krasser, krasser Scheiß. Ich muss das Team nochmal kurz an. Ich werde aber gleich abhauen hier, also ausmachen. Na, Konadu, das ist ja normalerweise dann hier auch mit Kokoro oder mit Händen so ein bisschen die verkannte Position. Schon Kratz, Nani, Schulz. Dings hat man ja verkauft, genau, den Engländer da. Paulino. Larsen vielleicht noch einen Sturm. Ja, boah. Na gut, Leute, ich hau jetzt erstmal wieder hier ab. Klopft euch, Ryan. Eine Niederlage, eine hohe gegen Spanien in der Europa-Qualifikation. Unentschieden gegen Rumänien. Wie gesagt, haut's mal in die Comments rein. Wer war dieser rumänische Spieler, dieser Drogenheini da? Fällt der Name gerade nicht an? Bis dahin, auf Wiedersehen.